Der belgische Künstler René Magritte zählt zu den Schlüsselfiguren der Malerei des 20. Jahrhunderts. Mit seinem konzeptuellen Surrealismus ging er einen ganz eigenen Weg und das zeigt nun die Kunsthalle Frankfurt in einer Ausstellung. Beleuchtet in 5 Kapiteln wird Magrittes Auseinandersetzung mit dem Denken und der Philosophie. Magritte wollte das Denken malen. Er selbst lehne die Bezeichnung Künstler ab. Er sei ein denkender Mensch, der seine Gedanken durch die Malerei vermittle. Er entwickelte eine Malerei, die eine Gleichwertigkeit zwischen Sehen und Denken, zwischen Bild und Wort als Ausdruck des Denkens und des Wissens beansprucht. Die Wortbilder präsentieren komplexe Überlegungen zum Status von Bildern und Wörtern. Sie stellen zur Debatte, inwieweit sich Sprache dazu eignet, ein dargestelltes Objekt zu bezeichnen. Magrittes Gemälde werden ebenso logisch aufgebaut wie mathematische Formeln. La Trahison des Images, der Verrat der Bilder. Magritte fertigt mehrere Varianten dieses Motivs an, auf dem zu lesen ist, das ist keine Pfeife. Der verbreitetsten Interpretation zufolge war es die Absicht Magrittes zu demonstrieren, dass selbst die realistischste Abbildung eines Objektes nicht mit dem Objekt selbst identisch ist. Stattdessen hat man es bei dem Dargestellten mit einem Bild zu tun, nicht mit einer tatsächlichen Pfeife, die man stopfen oder rauchen könnte. Es ist also keine Pfeife, sondern nur das Bild einer Pfeife. Es hinterfragt unsere Wahrnehmung. Die Ausstellung läuft noch bis zum 5. Juni 2017 in der Kunsthalle Frankfurt.